Die Zeit ist wieder gekommen, dass wir uns zusammenfinden, meine liebsten Leute. Und nun zum 25. Mal mittlerweile uns hier einen lieben Gruß entgegenwerfen und sagen, weiter geht es natürlich hier bei Seiken in Setsu 3, Trails of Mana, den dritten und letzten Teil der Seiken in Setsu Collection für die Nintendo Switch. Wir befinden uns hier am Fuße der Statue vor der großen Festung im Tsukiyonomori, dem Mondnachtwald, beziehungsweise Mondscheinwald, wie er, glaube ich, in der westlichen Fassung auch genannt wird, wo wir auch zuletzt das, diesen Bestiengeneral da, diesen Luga, den haben wir bezogen und zum Baby gemacht. Ist das nicht was? Das ist was, oder? Und von der Euphorie noch steht geküsst, wollen wir jetzt weitermachen. Und deshalb gehe ich mal ganz dezent nach oben, denn wir haben zwar die Macht des Elementargeistes, des Mondes, Luna, jetzt mittlerweile in uns aufgenommen, aber wir haben uns den Mana-Stein noch nicht angeguckt und wir erinnern uns zugleich, dass da oben auch noch der Maskenmann war. Also so viel ist passiert, meine Güte. Das müssen wir verkraften. So, reingeschritten. Der Turm des Mondlesens, beziehungsweise des... Wie nennen das denn hier? Die Astrologen, wenn sie den Mond da, wenn sie da richtig entziffern, was da der Mond gerade sagt, die Mondphasen und sowas. Mondturm, keine Ahnung. So, können wir da rein? Nee. Tobira ga shimatte iru. Das Tor ist fest verschlossen. Und auch hier, da stolpern wir zurück. Denn so eine verschlossene Tür, die ist tatsächlich schon furchteinflößend. Ach, guck mal, da ist er schon. Hier war schnell. Hier war wirklich schnell. Jedenfalls spricht jetzt die Fee. An diesem Ort ist also der Mana-Stein des Mondes zu finden. Also, da er hier inmitten des Turmes versiegelt war, ist es so, dass hier mit dem Mana-Stein hier im Zentrum des Turmes der gesamte Wald für immer in Nacht gehüllt war und die Nacht nicht aus dem Land geschritten ist, sozusagen. Und Jordan sagt jetzt, also... Der Mana-Stein, das heißt also, das ist ja ein ziemlich lästiges Teil, oder? Wenn er solche Macht hat, dass er die Welt hier so verändert. Also wenn ich mir überlegen würde, dass ich hier an diesem Ort eingesperrt wäre, wo nur die Nacht herrscht, hätte ich ja die Schnauze voll. Das wäre nichts für mich, Ach, übrigens, was mir da einfällt, wo ist eigentlich dieser komische Kerl hin, der hier vorhin war, der mit der Maske? Ah, dieser Mann, sagt jetzt die Fee. Ich hatte eine ganz komische Vorahnung, dass er ziemlich böse ist, angsteinflößend, sinister. Aber ich spüre es nicht mehr, diese Vorahnung. Er scheint nicht mehr hier zu sein, oder etwa doch? Ah, ich verstehe. Dieser mysteriöse, todfressende Mann. Und die Schönheit, die schöne Bestie aus Nabal. Belladonna, oder wie sie, glaube ich, auch in der westlichen Fassung heißt. Ich bin mir da gar nicht sicher, aber irgendwie so wird es übersetzt. Und... der scharlachrote Magier aus Altena. All die setzen alles daran, das Tor zum Heiligtum zu öffnen, also zum Heiligen Land, um das Mana-Schwert für sich zu erlangen. Wir sind so weit jetzt gekommen. Wir dürfen nicht verlieren, auf keinen Fall. Vor allem nicht gegen den scharlachroten Magier, unser Nemesis. Ja, aus der Sicht von Dudan gesprochen. Und die Fee sagt, du hast recht. Nun... fehlt nur noch der Naturgeist des Baumes oder des Waldes. Dryad. Die Dryade, ne? Das Baumwesen. Und wenn wir den Worten des Heldenkönigs folgen, dann sollt ihr irgendwo im Wald der Lampenblumen da sein, im Blumenwald sozusagen. Und da befindet sich nämlich das Dorf Diol, wo die verschiedenen Naturwesen, Feen und sowas hausen. Das ist ein Plan. Also heißt es, wir haben hier jetzt alles erledigt. Können wir dir überhaupt noch was machen? Nee. Auch hier alles verschlossen. Na, wenn das nur das ist, können wir hier gar nicht mehr groß viel erleben. Dann wollen wir mal zum nächsten Örtchen. Ich hoffe tatsächlich, dass uns jetzt nicht irgendwie noch ein blaues Wunder über den Rücken gestraft wird, weil es kann ja immer noch sein, dass hier der Maskenmann noch auf uns wartet. Das wäre nicht so schön. So, komm, jetzt gehen wir runter. Häng ich hier fest. Häng ich hier aber fest. So. Ja?
Können wir hier das Seil benutzen? Nee, geht nicht! Nicht mal in mich eine Flöte pfeifen können wir. Das heißt, wir müssen den Weg wieder zurückfinden. Ah, dann speichere ich lieber. Zu gefährlich sonst, der Weg dorthin. So, einmal sagte, Umruf gespeichert. Nochmal einen Eintrag im Logbuch getätigt. Ah, denn hier sind die wilden Bestien. Von denen uns ja eigentlich Kevin schützen sollte. Aber der ist irgendwie von Reißaus genommen, der wollte nicht mehr länger hier sein. Ich frage mich, warum greifen die uns überhaupt noch an? Die hätten noch sehen müssen, was wir mit ihrem Chef gemacht haben. Wobei ich mich ja jetzt wirklich sehr viel stärker fühle nach dem Sieg. Da können wir uns gern mal auch so einen hier erlauben. Richtig schön proletenhaft die besten Kampftechniken raushauen. Jawohl. Ja, dankeschön. Da hat sie einfach mal ihren Speer weggescheuert. Der war teuer. Dafür habe ich viel Geld ausgegeben. Die schleunen ihn einfach irgendwo ins Dickicht rein. So. Black Fang. Schwarze Klaue. Dann wollen wir ganz schnell hier erledigen. In die Ecke gedrängt. Und heillos von drei Seiten totgeknüppelt. Genauso wie den wilden Wolf. Da geben wir erstmal ein bisschen Liebe drauf. Grenzwertig, aber oho. So, nur noch das Gerippe bleibt übrig. Wo ist das Fell? Davon könnten wir uns doch vielleicht etwas Schönes stricken lassen. Und schon Fellmantel. Wobei, ich glaube, da ist nichts mehr nutzbar. So oft, wie wir da mit dem Schwert reingeschlagen haben oder mit der Lanze durchgepiekt, ist das nicht mehr für uns zu gebrauchen. Das Fell. Der Pelz. Die Haut. Der Wesen. So, wer stirbt denn da gerade? Achso, Dudan. Dudan stirbt. Ich hab meine Schokolade nicht. Ich hätte die Schokolade umwechseln müssen. Na. Dann klopfe ich da nochmal 2-3 Mal auf ihn rauf. Bis ihm die Nieren platzen und er die Sorceress ein Level steigen lässt. Oh, komm, Intelligenz. Brauchst du ganz dringend. So. Okay. Der Klassenwechsel hat uns scheinbar dann doch was noch zusätzlich gebracht. Wir haben jetzt in der Rolle von Dudan Heal Light. Und da bedanke ich mich ganz herzlich bei Miku, der mir diesen Tipp gegeben hat. Dann hätte ich das bis zum Ende nicht gemerkt. Ich kann mich selbst heilen jetzt mit Magie. Ist das nicht wahnwitzig? Das ist ja klasse. Mein größter Traum ist wahr geworden. So, dann machen wir das nochmal. Hau ich da nochmal einen raus? So, mit meiner magischen Fingertechnik habe ich auch der Grazie unserer Magierin schön nochmal ein wenig Gesundheit eingehaucht. Oh, ich glaube auch unsere Amazone bzw. Valkyrie ist hier jetzt. Die will auch nochmal. Kriegt sie gleich. Moment. Wo ist sie denn da? Ries! Da kriegst du auch einen Heilstrahl von mir abgeschossen, du. Kann die auch was? Kann die auch was jetzt? Die kann auch was. Protect up. Das ist ja cool. Mach mal hier auf. Oh, Judah. Jetzt können wir die wirklich viel effektiver auch nutzen. Kann denn... Sie noch mehr? Hier, ne? Saint Beam! Den wollen wir mal testen. Komm, den testen wir gleich mal. Auch wenn er wahrscheinlich nicht effektiv ist gegen die Kreaturen hier im Wald. Ach nee, guck mal, sind wir schon da. Mintos! Ja. Das ging fix. Ich gehe jetzt mal ganz kurz nochmal mich hier auf eine Matratze legen. Und dann wollen wir auch zugleich weiter auf Reisen gehen, denn wir werden ja schon vom Schicksal erwartet. Wir sollen den letzten Elementargeist finden, um mit unserer Kraft ganz allein die Pforte zum Mana-Reich zu öffnen und das Schwert zu finden.
So, das ist unser uns vorbestimmter Weg. Da wollen wir hin. Ich überlege gerade. Wie war das nochmal? Ich glaube, wir hatten ja die Waffen nicht, ne? Die Waffen hatten wir uns glaube ich noch nicht gekauft gehabt. Wenn ich mich recht entsinnen kann, weil die zu teuer waren. Jetzt sind die beiden Hoshis safe. Ich weiß gar nicht, mit wem ich reden soll. Rüstungsmaxe, ich glaube, da haben wir schon alles gehabt, ne? Oder nicht? Quatsch! Nee. Ich glaube, wir haben die Waffen. Ich glaube, es waren die Waffen. Auch wenn ich mir da wirklich nicht sicher bin. Und wir wahrscheinlich in der nächsten Stadt noch bessere Waffen kriegen. Alles. Nee, ernsthaft? So toll. Warum verkauft ihr nur so scheiß teuren Kram? Unfassbar. Unfassbar. Ich will den hier haben. Kann ich noch was verkaufen? Komm hier. Bestimmt noch ein schönes. Das Ding da, das kannst du haben. Jawohl, jetzt hole ich mir den absoluten Megastecher. Der Wingspear. Dann ist sie jetzt aber sowas von overpowered. Wie ihr das jetzt ausrüstet, das ist ja unfassbar. Wie wir sie jetzt einfach... Nee, das ist sie nicht. Moment, hier. Da, einmal rüber, nochmal rüber. Gerutscht, da kriegt sie den. Der sieht ja auch atemberaubend aus. Woraus ist die Klinge gemacht? Aus Lapis Lazuli, da warum ist sie so schimmernd blau. Kobaltklinge. Jedenfalls viel stärker. Das freut mich. Ich glaube, hat sie jetzt die beste Waffe von allen, ja, ne? Weiß ich nicht, ist ja auch egal. Komm, Hauptsache sie ist ein bisschen fitter. Ich muss mal überlegen, wo können wir denn hier weg? Wo kommen wir denn hier weg? Moment mal. Hier? Hier irgendwo? So, gleich schubse ich das Kind mal in den Fluss rein. Aber ich meine, wir haben hier jetzt alles sonst gemacht. Nein. Ich hätte noch... Verdammt. Ich muss ja noch ordentlich Schoko und so kaufen. Kriege ich jetzt nicht mehr viel, ne? Halt. Ja, wenigstens ein paar. Ein paar Stückchen. Dann machen wir es einfach... Wir machen das anders, komm. Wir hauen die jetzt rüber. Wir haben ja vorgesorgt. Ist ja nicht so, dass wir... nicht aufgeperst haben. Ich will da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Und das alles nochmal nachrüsten. Auch Honig haben wir ordentlich verbraucht. Also der Kampf gegen Luga war schon nicht von schlechten Eltern. Engelskelche rüsten wir auch nochmal auf. Und sonst ist alles beim Alten. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo wir hin müssen. Klar, ich weiß in etwa, wo es liegt. Das Dorf der Feen. Ich muss doch hier lang, oder? Oder... südlich. Nee, war südlich, glaube ich. Oder? Keine Ahnung. Jedenfalls, beim Dorf der Feen müssen wir gucken, da muss ja irgendwo ein Weg sich jetzt eröffnet haben für uns. Hä? Oder ist das jetzt ein anderes Dorf gewesen hier? Waren wir hier gewesen? Nee, Quatsch. Ach so, okay. Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Im Westen des Mondscheinwaldes ist das Bestienkönigreich, wo die Bestienmenschen leben, sozusagen. Und die Bestienmenschen wollen halt an den Menschen Rache nehmen und deshalb haben sie das Heilige Königreich Wendel angegriffen, aber es schien ja mit einer Niederlage für sie zu enden. Bin ich jetzt hier komplett falsch? Muss ich dann doch hier zurückgehen, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe doch keine Ahnung, von wo ich kam. Aber nee, hier hatte ich angefangen. Das ist Unfug. Ich glaube im Norden oder irgendwo. Jetzt mache ich die beiden nochmal tot, dann komme ich nochmal zurück. Vielleicht treffen wir auch Kevin noch. Mit dem müssen wir uns ja auch nochmal irgendwie auseinandersetzen. Oha. Okay, gut, ich dachte schon, was passiert denn jetzt hier? Das war nur Liebe, die hier versprüht wird. Alles klar. Das muss von hier aus gegangen sein. Ich muss nicht nach links. Hier, das war auch die... Ah, komm. Bestimmt mal. Schau mal ganz kurz, ob ich Kevin finde. Mit den anderen Menschen haben wir, glaube ich, sonst allen geredet. Ich war mir jetzt gerade ganz ehrlich nicht sicher, ob das jetzt die Stadt war, wo wir schon waren, oder eine neue. So aufmerksam bin ich scheinbar hier bei der Sache. Nee, aber da waren wir. Guck mal, die kennen wir. Die Jungs hier kennen wir, ganz klar. Offensichtlich.
Kevin hin? Hier, nee, Quatsch. Da hätte ich ihn schon gesehen gehabt. Ach, nach Norden? Ah, okay. Hier war das gewesen. Ja, guck mal. Das hatte ich nicht mehr wirklich auf dem Schirm gehabt. Dann pfeifen wir mal einen rein. Ich dachte, wir treffen Kevin nochmal. Kann sein, dass wir ihn auch irgendwo im Wald übersehen hatten und einfach weitergegangen sind. Aber es ist langsam Zeit, Abschied zu nehmen und uns nun auf den starken Rückenpanzer dieses Wesens hier zu schwingen, denn er wird uns nun zum nächsten Ziel führen. Und das ist hier vorne, ist auch gleich da. Guck mal. Und ich meine, hier irgendwo war der Strand, wo wir schon angedockt hatten, aber da kam man nicht durch, weil irgendeine Statue den Weg versperrt hatte. Hier ist es. Da war das. So, und hier können wir jetzt wahrscheinlich ins Inland. Oder? Da war diese Kraft. Was sollen wir tun? Wahrscheinlich mit Luna agieren. Ne? Denn diese Pflanzen, das ist Mondscheinkraut. Und vielleicht kann ich was mit meiner Kraft vollziehen. Ein neuer Weg hat sich eröffnet. Wir hätten uns auch einfach durchgraben können, beziehungsweise dann einmal rangezuppelt, da wäre der ganze Baum eingestürzt. Aber guck mal hier, schon eine Erscheinung. Charlotte, warum bist du denn hier? Oh, ihr seid also auch hier. Nun, ich bin auf dem Weg nach Dior, um meinen kranken Großvater zu heilen, um die Krankheit loszuwerden. Deshalb bin ich auf der Suche nach der Stadt der Feen und Elfen, also auf dem gleichen Weg wie wir. Und ihr? Was habt ihr nur getan? Ihr habt mich einfach erbarmungslos zurückgelassen. Ja, und das war ein Auf und Ab, dieses Abenteuer. Ganz am Ende war ich hier und musste alles alleine erledigen. Ich musste mich auf diesen gefährlichen Weg begeben. Okay, sorry. Das tut mir aber leid, sagt Judan jetzt mit gesenktem Haupt. Ja, gut, dass du das eingesehen hast. Ja, also, ich bin dann mit einer Kanonenkugel hierher geflogen. Das war wirklich ein Abenteuer. Ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt. Das war so gefährlich. Was? Das heißt, du bist mit dem Boot nach Maya gereist und bei Bon Voyage in die Kanone gestiegen und bist einfach hierher? Hast dich einfach nur lediglich hierher schießen lassen? Mehr war das nicht? Das war ja keine wirklich gefährliche Reise, die du hast über dich ergehen lassen. Das könnte man auch sagen. Nun ja, aber trotzdem. Wie dem auch sei. Was macht ihr denn überhaupt hier? Warum lungert ihr hier in dem Wald rum? Nun, wir sind auf der Suche nach dem Elfendorf Diol. Genauso wie du, Charlotte. Muss man dazu sagen. Ja. Ihr werdet sicherlich niemals dort ankommen. Denn ich habe von meinem Großväterchen erfahren, wie das Geheimnis dieses Wald lautet, um nach Diol zu kommen. Also man muss irgendwie geheimen Weg gehen oder sowas? Was? Und das wäre... Das werde ich euch nie mitteilen. Das werdet ihr nicht von mir erfahren. Und da rennt sie von dann. Das war nicht nett von ihr. Oh, die scheint ein bisschen sauer zu sein. Wir hätten die ja mal mitnehmen sollen. Aber nun ja, hatten keinen Platz im Team. Allerdings müssen wir auch erst einmal dafür sorgen, dass wir lebend hier durchkommen. Denn wir werden hier mit tödlichem Gift infiziert. Ist ja schrecklich. Deshalb lassen wir mal die Klingen hier aufheulen, schlagen uns durch die gegnerischen Körper durch. So. Erstmal mit ein bisschen Liebe natürlich würzen das Ganze. Ah, herrlich, da liegt er flach, die kleine Radde. Und da gibt's auch nochmal zwei geschwungene Lanzen über ihre Köpfe hinweg fliegen lassen. Und dann reden wir noch mit Charlie, die sagt, ich hatte solche Angst, das war so furchtbar. Dieser Wald ist auch für dich alleine viel zu gefährlich, muss man dazu sagen. Du als kleines Kind kannst dich ja nicht rumtreiben. Verstanden. Nun, ihr müsst wissen, die Blumen in diesem Wald, wenn es Abend wird, dann leuchten sie rot. Ihr wisst, dann müsst ihr den roten Blumen folgen, dann schafft ihr es auch letztendlich nach Dior zu kommen. Und wir sehen da unten, ne? Da ist schon ein kleiner Blumenkelch. Siehst du da vorne? Da ist doch so eine kleine Blume am Blühen, nicht wahr? Also da musst du lang gehen den Weg, dann kommst du auch an. Ah, deshalb heißt es auch der Lampenblumenwald sozusagen, weil die so diese Kelchblumen sind. Also ich bleib so lange hier. Also ihr kümmert euch drum, löscht alle Monster aus und wenn ihr das gemacht habt, dann folge ich euch und komm euch hinterher letztendlich. Also geht ihr mal vor. Guck mal, jetzt will sie hier bleiben.
Also die sieht uns so nach. Das ist nicht so ganz gut. So. Erstmal versuchen wir unser Glück hier. Und kriegen hier, was ist das denn? Spikes. Ja, Spikes kriegen wir ab. Sehr schön. Ach, guck mal. Aber für uns gar kein Problem. Wir heilen ja jetzt mit Magie. Und sparen uns so dann die vielen Heil-Items. Okay. Furchtbare Kreaturen. Gepanzerte Krabbeltierchen. Aber auch die erledigen wir. Ich sollte vielleicht dann doch nochmal Angela ein wenig was zukommen lassen, damit sie nicht aus den Latschen kippt. Das wollen wir nämlich nicht. Oh ja, und sie bedankt sich beim Gegner mit einem lieben Kuss. Das war's, was ist denn da oben? Protect up? Macht der da? Hä? Was ist das denn für Vieh? Ach so, das ist wieder so eine fliegende Kriegerin. Wie heißt das Teil hier unten? Warum kann ich denn unten diese Made dann nicht erledigen? Was passiert denn da? Ist die da eingeklippt? Nee, ach, es geht. Jetzt geht's. Komm. Jetzt wird aber langsam mal Zeit. Und die flirten da so ein bisschen rum, die beiden. Das finde ich gut. Ich werde jetzt mal mit Ries meine neue Fertigkeit gleich einsetzen, beziehungsweise meine neue Waffenstärke will ich präsentieren. So, den roten Blumen folgen. Dann kommen wir hier weiter. So, gleich müssen wir uns nochmal heilen. Deshalb wechsle ich nochmal zu Judan. Sag erstmal auf Angela. Und sich selbst kann auch nochmal heilen. Und Elise kriegt dann natürlich zugleich auch noch ein wenig der Lebenspunkte regeneriert. Wo ist er denn? Da unten. Komm. Ah. Manchmal drift ich leicht noch ab, aber das liegt nicht an meinem Pad, sondern an meinen Fingern. Ich bin einfach zu flink für das Spiel. Jetzt. Ach, guck mal. Das war gut. Das hat auch ziemlich abgezogen. Meine Fresse. Also hier, weiter nach Süden. Wenn wir am falschen Weg gehen, landen wir bestimmt wieder am Anfang oder so. Deshalb, ich bleib der Anweisung von Charlotte treu. Okay. Noch einmal ein graziler Herzchenwurf. Und auch das geht auf unser Konto. Prügeln wir drauf los, damit wir schnell unsere Spezialleiste unten voll haben. Und dann nehme ich mir sie vor, denn sie wirkt sonst gleich wieder ihre Zauber. Deshalb wollen wir da eigentlich kurz einen Prozess machen. Da, das wollte ich nämlich vermeiden. Dass sie mit so einem Schrott hier ankommt. Aber sie ist gestorben bei dem Versuch. Na super. Die Blumen zeigen nach hier. Also gehen wir da nach Osten und gleich nach Süden von hier aus, aber erst einmal erledigen wir ihn, denn wir sollten natürlich versuchen, unseren Level auch zu steigern. Sonst kommen wir nicht weit, ne? Vor allem, hier lohnt es sich wirklich zu kämpfen, weil die auch einiges an Erfahrung zurücklassen. Sind wir hier richtig? Ja, das Blumenbeetland Diol. Was ist das? Das sieht aus wie das Grab von irgendjemandem. Für mich sah es eigentlich eher aus wie Blumen, die wachsen. Nicht wie ein Grab. Sind wir etwa vor den Toren der Stadt? Scheinbar ja. Guckt euch das mal an. Oh, und die Leute haben Angst. Verständlich, die haben sich auch noch nicht an uns gewöhnt. Dafür brauchen wir wohl auch ein paar Minütchen. Wir nämlich auch, denn das war's an dieser Stelle mit der Folge. Denn hier im Blumenkönigreich geht es erst das nächste Mal weiter. Und dann kriegen wir hoffentlich die Fähigkeiten, die wir brauchen. Und die uns
letztendlich dann das Tor zur Mana-Welt eröffnen. Das war's, meine lieben Leute. Bis zum nächsten Mal. Könnt ihr nochmal schön kommentieren, liken auf den sozialen Medien, folgen und sonst was tun. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dann, bleibt gesund und munter, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.